Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077 und diesmal im Körper von Johnny Silverhand. Wir sind in der Vergangenheit sozusagen in dem Biochip und ja, wir müssen jetzt hier die Freundin von... Was war das? Ach, Tür. Wir gehen auf jeden Fall raus erstmal. Wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower, um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Ich kenne ein paar Typen in Atlantis. In Atlantis, schön. Die nehmen wir mit. Komm mit, du kannst zusehen. Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Oben sitzt. Spann dich. Oh, jetzt darf ich, ja? Silverhand! Hab hier einen Schuldschein mit deinem Autogramm drauf! Heute ist dein Glückstag. Oh, danke. Was, um die Kehle zu ölen? Das Übliche. Bitte. Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide wärt nicht mehr, Tja, falsch gehört. Hau rein. Verficktes Teil! Johnny, hilf mir mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Und, was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie ficken. Was nun? Wir verarschen das. Wehe, hast du vergessen, wem du den Job gegeben hast? Oder hast du versucht, den Hurensohn zweimal Platz zu machen, um ganz sicher zu gehen? Hallo. Du weißt, mit wem er gelabert hat. Ich brauche ihn nach. Nein, nein, er arbeitet nicht mehr für Problem. Ich könnte mich dran erinnern, ehrlich. Hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge? Ahnung, was passiert? Na hier, kann ich euch einen Rat geben? Kann ich hier irgendwen anquatschen noch? Verpisst euch! Hirschen? Schöner Tag, oder? Ulle! Und B, seid ihr beschissene Amateure. Nichts für euch. Wir haben nicht alle Zeit zum Quatschen. War dann halt nicht, ey. 3 Minuten, um aus dem Gebäude rauszukommen, nicht länger. Reicht nie im Leben. Die Schockwelle macht im Umkreis von 500 Metern alles platt. Ich dachte gerade, da war ein Zeichen zum Quatsch. Soll ich jetzt noch irgendeinen anquatschen? Das war die doch. Und warum ihr nicht? Würdest nicht mit uns reden, wenn du die leisten könntest. Also laber dir nicht rum. Was willst du? Erkundige dich nach Rook Williger. Aber irgendwie war das nicht dir? Hallo? Ist das hier ein Fehler oder was? Guck mal, da hinten ist eine Tür, dann gehe ich da durch. Oder ist hier oben noch jemand? Glaub nicht, dass wir schon das Vergnügen hatten. Ach, du warst das. Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Ist Rogue auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich unauffällig sein, versprochen. Ich werde super unaufdringlich, super unauffällig sein.
Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. Ich hasse diese schleimigen Fixer-Arschlöcher. Ich hasse die... Johnny. Mist. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Brauch deine Hilfe. Gut, dass ich dich gefunden habe. Bin froh, dass ich dich gefunden habe. Dachte, du hättest vielleicht die Stadt verlassen. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. Okay, immer noch angepisst wegen der Sache neulich. Hätte auch einen Job anzubieten, glaubt nicht, dass er noch aufkreuzt. Weißt du was? Ich hab Besseres zu tun. Immer noch angepisst wegen neulich? Was meinst du, Johnny? Dass du mich angelogen und das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt hast? Oder dass du hinter meinem Rücken drei Frauen gevögelt hast, bevor es mit uns vorbei war? Was? Sowas tut Johnny? Du bist ja ein Arsch. Ich hab einen Job. Mehr nicht. Ist dringend. Aber ich hab Knete. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ab. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Nein. Dann mach's diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Das Doppelte eurer üblichen Rate ist nicht wichtiges... Was? Geschichte? Geld spielt keine Rolle. Hat mit Arasaka zu tun. Ist wichtig. Nennt mir euren Preis. Aha. Also entweder schwimmst du im Geld, oder du glaubst, dass wir eh nicht lebend rauskommen. Wie auch immer, du kommst mit. Klar. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny! Hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand, Sie werden uns begleiten. Du bringst mich weg. Bringst du mich zu alt? Hatte ich mir gedacht. Genau so. Bereit oder nicht, jetzt komm ich. Alter, geht mir doch mal aus der... Sehr gut, weiter so. Lasst mich doch einfach schießen, Mann. Ich will diese Waffe haben. Einen großen Fanclub. Ja, ich will es. Ich will mal looten, aber es geht ja jetzt gerade nicht. Einheit am Boden! Ja! Yeah. Oh, geht mir doch mal aus der Bahn. Verrecke! Er versteckt sich! Geh doch mal weg, Mann, sonst kann ich nicht schießen. Ein Heli? Im Ernst? Wen hast du diesmal angepisst, Johnny? Arasaka. Ha, ich muss zugeben, ich hab das vermisst. Lief ganz gut. In Deckung! Keine Angst, ich mach das schon. Wir hauen ab! Wenn wir fertig sind, werden nicht mal ihre Mutter sie finden. Mit dem gesamten Konzern an! Gleichzeitig! Bin dabei! Hey! Oh, lass mir auch noch was übrig! Köpfe runter! Heißt euch zusammen! Verrecke! Ich schieß dich in Stücke! Mann! Entdeckung! Papa will die Köpfe! Papa will die Köpfe, Mann! Ja! Yeah. Zeig's ihm! Wir müssen hier weg, und zwar schnell! Mann, ich treff nicht. Oh, ich hab mal Erfolg gekriegt. Shut to the heart. Shut to the heart! Gab's doch nicht ein Lied? Ich hab das schon gedrückt.
Fahrstuhl! Lass uns die Wichser platt machen! Beenden wir das! Hallo, ich hab doch schon. Dauert das noch länger? Haben einen Haufen Ärger. Unten werden noch mehr sein. Na darauf klar. Wette ich. Ich auch. Geht mir am besten aus dem Weg, dann treffe ich wenigstens. Boah, ich will diese Pistole haben. Wir parken draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst ihn nicht. Da gehört mir! Soll probieren! Ich muss nachladen! Halt sie auf! Richtig gut! Ja! Umzingelt ihn! Verrecke! Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Aim schlecht ist, aber es geht, ne? Na geil. Ich sag's noch und schieß daneben, Alter. Na los! Der Heli kommt zurück. Ganz sicher. Wir passen nicht so viele rein, wa? Wir sind direkt hinter dir. Darf ich schießen? Wir haben jemanden am Arsch. Eure Sage! Es gibt nur einen Weg. Wir dürfen uns nicht erwischen. Ja, ne? Dachte ich mir auch. Und jetzt? Wir müssen die los. Wollte ich auch gerade fragen. Ich kann auch auf den Heli schießen. Ja, wenn er mich noch eine Runde schießen lässt, hole ich den Heli vom Himmel. Ich glaube, die haben wir abgeschüttelt. Ich halte an, dann unterhalten wir uns. Also dann, wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower, haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Wir nehmen eine kleine Atombombe. Wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Wir spielen einen Gig. Nance. Sie weiß, wie man Publikum anzieht. Ich rufe sie an. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Noch sind uns keine Zahlen zur genauen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporterteam ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Bin ich jetzt im Fernsehen? Hallo, Mama. Thompson, kennst du ihn gut? Nee, warum? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht.
Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Da sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Gib mir wenigstens meine Pistole, Junge. Ja, ich geh ja schon. Mainframe. Gib mir nicht mal. Wir müssen den Mainframe finden. Gut. Und jetzt konzentrier dich. Bereit oder nicht? Jetzt komm ich. Der ist schon weg, Mann. Hab ich schon erledigt. Es gibt nur einen Weg. Nach vorne. Ich häng fest. Kein Recht zu leben. Lass mir auch noch was übrig. Scheiße, abgeschlossen. Was jetzt? Moment, ich kümmere mich drum. Gebt mir Deckung. Da war doch noch einer. Bereit oder nicht, jetzt komm ich. Achtung, ich da kommen vier auf uns zu. Kommen auf uns zu. Macht euch bereit. In fünf Sekunden sind wir drin. Ihm. Bereit? Ich bin bereit. Noch einer. Beenden wir das. Verrecke! Sehr gut! Weiter so! Lade nach! Gleich geht's weiter! Nicht wundern, ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Mach auf den Schinken. Terroranschlag! Jetzt komm ich! Gut. Ja! Du Wichser! Wir haben gewonnen. Schutzraum gesichtet. Pass auf den Geschützturm auf! Hab ich. Muss hier irgendwo sein. Ich mag die Waffe, ich will sie. Ich liebe sie jetzt schon. Bereit oder nicht, jetzt komm ich! Der Geschützturm muss weg! Da wären wir. Für diese Tür brauchen wir einen scheiß Panzer. Hat jemand eine zündende Idee? Lass mich mal. Du Scheißteil! Zünd den Knaller. Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum ich ihn dabei habe. 3, 2, 1. Perfekt. Perfekt, ja doch. Beenden wir das. Noch jemand? Nein. Alter, ihr habt ja schon 3 kritische Kopfschüsse gegeben, Junge. Was für das? Hey, lass mir auch noch was übrig. Übernimm die Position. Flanke schließen. So, jetzt hat er nachgeladen, wisst ihr? Hol ich die verdammte Verstärkung. Komm raus. Genau so. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hohoho. Aufwecken, wecken. Hörst du mich? Hey, hörst du mich? Ist Alt. Sie. Halt. Komm schon, tu das nicht! Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Den Leuten die Wahrheit zeigen. Ich hab nicht auf Schlagen gedrückt, nur mal so.
Sie ist... Nein, ich habe nicht auf Schlagen gedrückt. Johnny. Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Was ist aus Thompson geworden? Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck. Hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Okay. Wow, du warst ein richtiger Flachwichser. Ja, das passt irgendwie, ne? Hast mir das Ganze mit Alt nicht erzählt, nicht mal im Ansatz. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Ich weiß nicht, dass sie ein Paar wart. Fehlerort nicht gefunden? Dass sie Soulkiller geschrieben hat. Dass sie tot ist. Hätte ich die andere Antwort noch nehmen sollen? Jetzt noch helfen. Als Geist. Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Und hast du das rausgefunden? Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Aha. Was? Wieso? Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse, weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und wie wir wissen, wird der Arasaka Tower irgendwann gesprengt, also konnte es vielleicht nicht auf sich beruhen lassen, ne? Und? Was hast du getan? Na, hast du mir zwei thermonukleare Sprengsätze besorgt. Ja. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Korrekt. Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt. Sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Junge. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie "Lass Arasaka ficken" brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit durchzubrechen, um mit Alt zu reden, sie zu kontaktieren. Katsching. Einen Moment. In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Alts Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Ja, Emotionen gab's da echt eine Menge. Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engram ist kopiert.
Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Ja, aber vorher will ich mal kurz gucken. Wir können derzeit nicht speichern, dann müssen wir noch mal kurz weitermachen. Jenseits gibt es keine Grenzen. Jenseits der Black Wall. Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Also, du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Was passiert, wenn die durchkommen eigentlich? Hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Ach. Das war überhaupt nie abgemacht. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen. Oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ali. Mann. Ich muss gucken, ob ich speichern kann hier gerade mal. Das geht immer noch nicht. Mann. Das ist alles noch Sequenz. Okay. Berühren. Wie komme ich auf die andere Seite? Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Sprich mit Alt. Ich muss bloß mal gucken, ob ich jetzt mal speichern kann, weil die Folge geht nämlich lang. Manno, geht nämlich schon ein bisschen länger. Alt, bist du hier? Alt! Johnny. Ja? Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Jarvis, Yapataki Networkler. Was zum Teufel ist hier los? Wir haben unsere BBSs durchbrochen. Wir waren das nicht. Network. Was? Krass. Hier erreicht Netwatch mich nicht. Du bist es wirklich? Was war das eben? Konntest du sie nicht einfach ausschalten? Netwatch waren diesmal gut vorbereitet. Bestimmt Mosley, der Wichser. Was ist mit Brigitte und den Voodoo Boys? Ich musste sie löschen. Netwatch hat ihre BBS benutzt. Löschen? Soll das heißen, sie sind alle tot? Wir tun die Penner doch nicht etwa leid, oder? Scheiße. Ich habe einen Netwatch-Agenten hergeführt. Der Typ muss mir einen Tracker untergejubelt haben. Er hat einfach heimlich den Virus der Voodoos mit seinem eigenen Tracker ersetzt. So haben sie bestimmt hergefunden. Das ist egal. Das gesamte Subnet wurde zerstört. Alt, du hast uns da rausgeholt. Heißt das, zwischen uns ist alles okay? Keine Probleme? Ich habe deinen Engramm-Code erkannt, aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt, das ist Wie. Du musst ihm das Leben retten. Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Kann das Drama hier nicht warten?
Keine Ahnung, was ich von der KI erwartet habe. Aber sicher keinen digitalen Beziehungskrach. Das ist gerade nicht hilfreich. Macht's aber auch nicht schlimmer. Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch, ich habe seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Warum nicht? Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologien. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo-Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst wie? Deal? Boah. Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Wie maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Bisher hat man mir gesagt, dass es schon zu spät ist. Mann soll heißen Hellmann? Saburus persönlicher Arschlecker? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in deinen Körper ein. Also, rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt, aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in seinen Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. V hat eine große, staubige Nomadenfamilie, die alles für ihn tun würde. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Johnny beschönigt gerne, falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust ihm nicht, und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln. Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Halt. Bevor wir gehen, muss ich mit dir reden. Alleine. Nein, das ist nicht möglich. Liegen jetzt alle tot am Boden, die verlinkt wurden? Das nennt man dann wohl Karma. Die Scheißrunner waren selbst schuld. So befriedigend das auch ist, wir müssen los. Stimmt. Grummelbacke ist ja noch übrig. Grummelbacke? Oh, was liegt denn da? Warte, ich muss hier gucken. Geh weg. Kurzschluss und Itemkomponenten. Was liegt hier noch? Hier wird doch noch mehr Stuff jetzt liegen, nachdem wir hier alle tot gemacht haben. Oder wir waren es ja nicht. Das war ja, ne, sie. Oh, was? Du hast einen Katana? Alter, leco mio. Nice. Lecker, Schmecker, Yam-Yam. Cyberpsychose.
Alter, geil. Ja, Leute, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da. Kommentare sind auch immer gern gesehen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Halt, da kommt noch schnell. Was war da? Stell ich zu euch noch und dann ist vorbei. Ja, was ist das? Aufklärungsgranate. So, jetzt aber haut rein. Bis zum nächsten Mal.